Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind in München, wir sind in der Motorworld. Wir sind heute auf GRIP, das Motor-Event Select. Ganz kleine Veranstaltung, jede Menge Autos sind am Start. Keine Ahnung, was uns erwartet. Ich werde ein paar Wörter sagen müssen. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt mit dem Porn an. Können wir machen, sehr gute gerne. Idee, oder? Ja, ich glaube, die Location, die Kulisse lässt auf jeden Fall extrem viel versprechen. Deswegen würde ich sagen, Porn ab. Wir sind angekommen. Wir gucken uns jetzt mal einmal an, was hier so rumsteht. Jetzt muss ich dazu sagen, Marius ist ganz großer Fan von diesem Auto. Er hat wirklich schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass er es am liebsten nachbauen würde. Ne? Und jetzt stehen wir hier. Das Originalauto aus Fast and the Furious von Jesse. Wie ist Jesse damals, ne? Ja. Oder Jess? Ne, Jesse. Jesse wurde das. Jesse, ja, so. War allerdings nicht das Stuntcar, sondern das, wir haben gestern noch drüber gesprochen. Hero-Car. Hero-Car, ne? Hero-Car, ja. Sowas. So, das heißt, deswegen sieht er wahrscheinlich noch so gut aus. Alter, hier, vorhin das alte D-Netz-Telefon noch drin. Ich würde genau so jeden Tag zur Arbeit fahren. Hat doch nicht jeder, glaube ich. Ja, die Zeit ist halt, heute kennt man das nicht mehr, ne? Aber ich finde das Ding einfach mega. Fast wie dein Coupé, oder nicht? Ja, so ähnlich. Ja. Die Aufkleber kommen noch. Aber es ist ja genau meine Baustelle. Also Fast and Furious bin ich ja, ich meine, das hat mich echt extrem geprägt, muss man sagen. Also ich feiere die Autos ohne Ende. Und so. Vorhin gerade in den Teilen, da war ja noch richtig was los. Ja, die Action 4 eigentlich. So, das ich weiß war schon, ja Tokio trifft dann noch einer und am Schluss, mittlerweile ist halt ja mehr Actionfilm. Damals ging es halt noch um Autos, ne? Ja. Das war schon. Das war ja noch richtig Baller an Rennfahren und so weiter. Ich werde es nicht vergessen über den Flugplatz, wie sie dann geschrubbt sind. Ja. Aber das ist da verloren, ne? Männliche Bremse hinten. Das hat er verloren. Das Auto hat auch verloren. Ja. So eine Scheiße. Ja, der gute Paul noch unterschrieben. Ja. Also, genau. So, und das ist wohl auch die Film Supra. Ich kann echt sagen, ich habe früher echt mir so Unterbodenbeleuchtung ans Auto geschraubt, ne? Wirklich total, kann man sich gar nicht vorstellen, aber total schlecht gemacht, aber mit so damals und heute so mit Unterbodenbeleuchtung. Ja, du weißt schon gar nicht, ob ich die heute vielleicht noch hab, du. Ich habe jetzt einige gesehen, die erst da tatsächlich wieder mit anfangen. Ja, die kommen wieder, ohne Witz. Weil mittlerweile kannst du natürlich auch so Animationen und so nochmal, ne? Genau, mittlerweile könntest du ja sogar Video abspielen und ein volles Programm. Ne? Was die Leute auch heute nicht mehr kennen, dass du so Mucke im Auto gehabt hast, ne? Oh ja. Heute brauchst du das ja nicht mehr, ne? Aber früher. So, auf jeden Fall Chromecast ist der Besitzer, ist eine Firma und die sammeln solche, ich sag jetzt mal Filmautos. Also da werden wir noch einige hier heute auf jeden Fall sehen. Ja, krass. Hier ist volle Paket auf jeden Fall drin. Wobei unter Bodenbeleuchtung, da waren wir beide, glaube ich, schon raus. Ich bin jetzt älter als am Roller habe ich es noch gehabt. Unter Bodenbeleuchtung. Ehrlich, wirklich. Weil, also ich war dann ja in der Zeit, wo die Autos maximal tief sein mussten und maximal tief plus unter Bodenbeleuchtung funktioniert halt nicht, weil es halt sofort ab die Röhre. So. Das Einzige, muss man sagen, was bei Fast and Furious nicht so cool war, der Stance von den Autos, der war natürlich unter heutigen Maßstäben, waren die alle natürlich jetzt von der Fahrhöhe und Offset und so nicht ganz optimal, ne? Alter, muss man so sagen. Auf der NOS-Flasche eigentlich fast das 50er Pop-Off-Weg noch drauf, ne? Ja. Sieht zumindest so aus. Vor allem auch so, wie fett und massiv so Monitore damals noch so waren, ne? Ja, was es auch liegen muss, ne? Also. Aber das waren halt noch die Filme, für die du ins Kino gegangen bist, so, ne? Ja, das genau. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich die mittlerweile gesehen habe. Ich glaube, 38.000 Mal reicht nicht. Ich gucke die ständig, die Filme. Naja. Ja, ich weiß, bei uns in Garbsen war ein Autotreffen schon im Parkhaus, bevor der Film. Also das war richtig eine geile Zeit auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall mal cool, so ein Originalauto immer so zu sehen, ne? Ja. Immer zu sehen. Black Series? Auch sehr dezent hier. Mhm. Müsste der vom Gear Collector sein, ne? Nee. Ist er nicht? Nee. Aber der hat auch einen Stern drauf, oder? Ja.
Aber der sieht nochmal ein Stück anders. Der hat ja mehr farbliche Akzente noch drauf, ne? So weiß ich nicht ganz genau, um ehrlich zu sein. Ja. Was ich halt immer krass finde, so ein Pole Position, so ein Schalensitz, passt halt in jedes Auto rein. Ne? Ja, kannst du überall, kannst du wirklich überall reinmachen, ja. Ja, krass. Tja, so, guck mal doch mal, was hier noch so rumsteht. Ist das das Auto, was unter 7 gefahren ist? Steht auf der Frontscheibe zumindest, 657 oder so. Mhm. 56. Mhm. Ah, von Geiger, ne? Ja. Von Geiger, die Corvette. Geiger hat auch den hier mit. Finde ich ja, ist ja für mich optisch auch ein brutal schönes Auto. So, also finde ich, wird komplett unterbewertet so in der Richtung. Ne? Das ist wohl ein 2021, also wirklich das aktuelle Modell. Gibt es noch ein einziges von Europa aktuell. Kostet aber, glaube ich, 800 zum Koffer. Habe ich auch noch nie, aber ich fett wie die Luft. Nein, da auch so. Genau, wenn du dir so die also diese eigentliche Aerodynamik von dem Auto anguckst, ist schon, also ich finde, es geht schon so richtig in Richtung Hypercar, aber hat noch nicht so den Ruf, finde ich, ja. Zumindest in Europa. Ne? Ja, ja, wobei das echt auch, wie du sagst, also unterbewertet ist. Also technisch ist das Auto echt eine Wahnsinnsansage. Und ich meine, du merkst halt, dass das Auto zuerst oft für die Rennstrecke konzipiert wurde, ja, und ja, dann das Straßenauto, ja, abgeleitet. Das kann ich mir gut sehen. Guck mal, Carbon-Räder. Ja, krass. Vorhin auch Vollcarbon, abgeklebt und lackiert, wie du das auch mal machen wolltest. Da siehst du mal, wie gut das lackiert ist. Ne? Ja, das ist aalglatt. Guck mal hier. Also aerodynamisch? Ja. Aerodynamisch. Ist das, meinst du, es bringt viel, wenn man die Luft so durch das Auto durchleitet? Ja, es bringt halt, es verhindert halt die Verwirbelung an der Seite, mhm, und kanalisiert dadurch die Luft besser, ich sag mal, Richtung Heckspoiler. Dadurch ist die Anströmung vom Heckspoiler besser und du brauchst auch weniger monströsen Heckspoiler. Mhm. Das ist im Prinzip das Gleiche, was du im Unterboden machst. Also viele denken, man macht den Unterboden glatt und damit war es das. Du musst eigentlich dafür sorgen, die richtigen Performance-Autos haben ja den Unterboden dann auch noch so ein bisschen abgeschirmt, dass weder Luft einströmen kann noch Luft raus, weil du erzeugst eine Unterdruckzone. Ja, ja, ja. Das heißt, du willst ja immer wieder Wirbel erzeugen eigentlich und das musst du versuchen zu vermeiden. Ja, ja. Dann sollten wir uns mit Ruhm über unsere Autos nochmal unterhalten. Ja, der kommt nochmal vorbei, gell? Mach nochmal Abnahme am Ende. Aber stimmt, der Heckspoiler ist dann relativ klein im Vergleich. Ja, aber du holst doch von hinten sowas von. Ja, sexy. Ja. Und das hier finde ich ja, das hier, dieses Rückleuchten. Das finde ich schon geil. Also, mir toppt das Auto. Ich muss auch wirklich sagen, also ja, ist komplett mal so, wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit, was kannst du das vergleichen? Aber als Beispiel, wenn du so McLaren nimmst, wir haben gerade so einen Senna zum Beispiel gesehen, ne? Da sieht der Senna dagegen aus wie ein Raumschiff, ja, und das Ding ist ist elegant, aber geil irgendwie. Ne? Ich glaube, ein Problem von dem Auto vom Image her war so ein bisschen das Aggregat. Mhm. Weil ich sag mal... Letzte Schneiden. Hast du Flex mit? Ich sag, ja, hast du Flex mit? Oder hier Stichsäge, da machen wir Reinbuddy. Ja, weil der hat vom Prestige natürlich, das ist ein toller Motor, aber der hat halt einen Sechszylinder. Aufgeladen ist halt in dem Segment, sag ich mal, bist du halt gefühlt eher so ein bisschen unterrisiert, was natürlich nicht stimmt, aber die Leute interpretieren das dann so. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich wüsste jetzt noch nicht mal, was im Motor drin ist. Hm. So, also ich bin da so wenig im Bilde über dieses aktuelle Auto. Das ist halt 6-Zylinder Biturbo, aber das ist halt, ich meine, trotzdem Leistungsgewicht super, aber es ist halt in Anführungszeichen nur ein 6-Zylinder. Aber als V6 dann? Hm. Interessieren, was sowas wiegt. Das ganze Auto. Solche Wagen holen? Ja, wahrscheinlich. Aber optisch schon. Ich würde jetzt mal sagen, das muss ja eigentlich in Richtung 1200-1300 gehen. Na. Ich weiß es nicht, also ich kann es nicht sagen, aber ich hätte jetzt gesagt, wenn das um die 1400 ist, dann ist es. Mhm. Dann weil ist es das, leicht. Das wird ja garantiert nur Heckantrieb sein? Ja, ja, Heckantrieb. Mhm. Deswegen, krass. Aber du sagst, Senna sieht da aus, dagegen aus wie ein Raumschiff, aber wenn ich hier so diese wenn du von hier hinten drauf guckst, genau, das ist ja ein richtiges Raumschiff. Das ist wie ein Rennauto, wo sie die Radhäuser hinten nochmal rangeklatscht haben, so, ne? Ja, sowas. So, aber geil. Das ist schon optisch extrem. Ja. Und was hier geil ist, ist ja dieses Lüftsystem, ja, wie schnell der das Auto ablegen kann. Der kann das ganze Auto die Fahrhöhe anpassen und zwar innerhalb von Sekunden. Das geht echt krass, also kannst weg, wenn du einen Moment hingeguckt hast, dann ist das Auto hoch oder runter. Geil. Das ist echt krass. Nochmal ablegen, das Ding. Das macht mich aber. Das macht mich schon so ein bisschen an. Ja. Von Joch. So, hier auch krass aus Frankreich, genau das Gegenstück dazu. Komplett umgebaut auf Elektrotechnik. Das ist Lancia Delta Elektro. Elektrale. So, genau, Elektrale, ja. So, was genau kann ich nicht sagen. Sieht aber so aus, als wenn noch ein normales Getriebe drin steckt. Ja.
Ja, das ist also auf jeden Fall. Mal gucken. Gleich analysiert. Ja, ich vermute, Philipp, das ist normal, also in Anführungszeichen ein konventioneller Antriebsstrang. Und nur halt der Verbrenner raus und Elektromaschine rein, weil der hat dann noch einen konventionellen Antrieb nach hinten. Ja. Weil, nee, ich dachte nur so mit dem Schaltknopf und so sieht das ja schon noch so aus, als wenn das ein ganz normaler Benziner auf Elektro jetzt ist. Ja. Aber auch witzig. Optisch bis heute eins meiner Lieblings. Ja, so, der ist so immer wieder geil, wenn du so einen siehst. Ach, der ist so geil. Aber was auf jeden Fall cool ist, mal so verschiedenste Autos mal wieder so auf einen Fleck zu haben. Ja. Ja. So, ne? Ja, du siehst halt auch, wie die Bandbreite ist, ehrlich gesagt. Und all das ist alle eine Leidenschaft, alles Automobil. Okay. Und die Facetten sind so groß. Würdest du ihn Elektro oder Benziner fahren? Benziner. Auf jeden Fall Benziner. Ne? Aber nicht, weil ich jetzt ein Elektro-Gegner bin oder so, aber ich sag mal, bei dem Auto würde ich lieber einen Verbrenner haben wollen. Ich glaube, man selber unterschätzt auch, wie man gerade an den Benziner geil findet, dass die nicht perfekt laufen. Ja, ja, genau. So, weißt du, dass die alle so ein bisschen so Geschichte, eine Laufkultur und man halt schon so an der Ampel ranfährt mit so älteren Autos und hofft, auch hoffentlich geht er nicht aus. Ja, so ungefähr, der Leerlauf ruckelt ein bisschen. Nochmal Zwischengas. So, nochmal Zwischengas. Ah, okay. Alle vier Zylinder noch da und so weiter und nicht halt einfach nur stumpf Gasbremse halt. Ne? Was ist denn jetzt aus der Diskussion geworden? Die Supra oder der Supra eigentlich? Eigentlich der. Der Supra. Ich sag immer die Supra. Ich sag auch die Supra. Für mich ist auch die Supra. Aber mit den Le Mans. Aber das ist, das ist ja mit der neuen Diskussion mit der, die das eh egal, oder? Ja, das ist alles ist egal. Mit politisch korrekt. Der mit Diffuser. Ja, allein dieser Schriftzug, der ist schon kultig, ne? Der hat schon Style. Ja. Vor allem mittlerweile, damals so alles immer runtergeflankt von so einem Ding, ne? Ja. Hauptsache clean. Da hat sich ja auch so ein bisschen das geändert, ne? Also auch das mit dem Thema Klarglas Rückleuchten oder orangen Blinker, nein. Das ist halt irgendwie in der Mode, ne? Das ist immer so Geschmacksfrage. Also das Krasse ist, eigentlich ist jedes Auto besonders, was hier steht. Wir können jetzt natürlich nicht alle Autos durchgehen. Das sind 5 PS. Das ist die Motorbelüftung. Beim 911 vorne. Kofferraumkühlung. Kofferraumkühlung. Die Getränke immer schön kalt bleiben. Ja. Genau, das kannst du noch mal umbauen von 5 Loch auf Zentralverschluss. Ja, mega. Gestern über den Scheibenwischer angestaunt hier. Jo, das ist eine Kelle. Ja, aber guck mal, was das für eine Fläche an Frontscheibe ist. So, wenn du die halt wischen willst, kommst du mit normal so nicht mehr hin. Ich sag mal so wie früher hier, Einarmwischer, gerade stehend. Aber wenn du bei McLaren mal versuchst, bei richtig starkem Regen über 200 schnell zu fahren, also über 200 zu fahren, da wirst du feststellen, der Wischer, der hat auch so seine liebe Not mit der Frontscheibe. Weil? Ich hätte jetzt gerade gedacht, durch diese flache Scheibe wird das Wasser gerade gut abgetragen. Wird. Ja, ich will jetzt nichts Negatives sagen, aber die Kombination aus Antriebsleistung von dem Antrieb und der Kinematik, die scheint jetzt nicht ganz so suboptimal sein, was jetzt Luftwiderstand angeht. Verstehe. Also der bewegt sich bei ab 190. Bewegt sich kaum noch, ja. Nicht bei allen McLaren, aber zumindest bei dem einen, wo ich gefahren bin. Ist halt ein schön Wetterauto, ne? Wollen wir auch nicht im Regen fahren. Richtig so. Daily. So, hier ist Eleanor. Ist auch ein krasses Auto. Ich glaube, es gibt keinen, der in der Jugend nicht das Poster an der Wand hängen hatte, oder? Vor allem wird angegeben, weil bei so Filmautos ist es ja immer unfassbar zu schätzen vom Wert her, ne? Aber das Auto soll 2 Millionen kosten. Aber ist das Originalfilmauto? Ja, ja. Das ist das Original. Weil da gibt es ja ganz viele Nachbauten und es gibt ja auch einen Riesenstreit, wer sich Eleanor nennen darf und wer nicht. Ja. So, nee, also Chromecast, die sind wirklich darauf spezialisiert, solche Filmautos zu kaufen. Krass. So, und das ist wirklich aus, nur noch 60 Sekunden. Das Auto, ne? Ich vermute mal immer, also so kenne ich das von Dreharbeiten, du kannst ja so einen Film niemals mit einem Auto drehen. Nee. So, weil, ne, weißt du, stell mal vor, du hast da halbe Stadt gesperrt und es wird da irgendwas gefahren und dann kann ja ein Radlager kaputt gehen, so ungefähr. Ja. Ne? Deswegen glaube ich, dass es immer mehrere Autos gibt und so richtig ein paar Jahre später, weil das Krasse bei sowas ist ja immer, dass zu dem Zeitpunkt, wo es gedreht wird, interessiert es ja noch keinen. Ja, genau. So, ne? Das kommt dann ja erst Jahre später und dann so aus den Augen, aus dem Sinn kann sich eh keiner mehr dran, welches Auto das jetzt war und so weiter. Ne? Ich meine, solange die Autos noch gleich sind, es gibt ja Filme, da fährt er ja mit einem anderen Auto los, wie kommt sein Beverly Hills Cup, da fährt er mit dem Ferrari 208 los und kommt mit dem 328 an, innerhalb einer Szene, das ist nicht auch geil. Aber bei Alarm für Cobra 11 ist das auch mal so. die Autos, die durch Luft fliegen, sind da ganz andere. Ja, oben ist ein Omega und dann ist wieder ein... Das sind ja so aktuell meine Favoritenfelgen von BMW, ne? Diese M2 CS-Räder. Ja. Oder Maxi?
Ich bin Fan. Deine Baustelle, ne? Meine Baustelle. War das der, der jetzt auch gerade mit uns auf dem Pilzerberg war? Soweit ich weiß, ja. Ich meine, das war der von Olitzky. Ja. Ja. 1,56 mit dem Koffer, glaube ich, gefahren. Also war sogar richtig schnell. Krass. Ja. Auto, was auch genutzt wird. Hier, so Marius, das hier ist ja deine Baustelle eigentlich. Das Kennzeichen ist auf jeden Fall meine Ansage. Kann ich dir auch was sagen? Der Besitzer hat dieses Auto mit 17 gekauft und hat seitdem fertig gemacht. Geil. Und ist jetzt irgendwie, also wirklich Jahre. Ich wollte schon sagen, wie alt ist er, wenn er jetzt 18 ist? Doch. Und das war halt einer der früheren, der den Porsche Motor schon eingebaut hat. Ja, ja, witzig, auf jeden Fall. Immerhin mal ein Motor, der dann ein bisschen zum Spaß verleitet. Kann man das so sehen, dass es ein Porsche-Motor ist? Also sieht der so viel anders aus als der normale Busmotor? Also hier, ja, also du siehst jetzt hier schon am Block, dass das anders ist, ja. Also das Gebläse ist natürlich markant, ne? Das ist halt Porsche-Gebläse. Aber okay. Verstehe. Also das gab es im VW so nicht, das Gebläse. Ne? Dass das so komplett über den ganzen Motor bläst? Also es gibt immer Porsche. Reproduzierte mittlerweile aus GFK oder so, aber so ein echtes noch wie damals aus Metall kannst du mittlerweile auch kaum noch bezahlen. Mhm. M2 Competition von Dan? Farbe mega. Krasse Farbe, ne? Ja. Aber ist das Lack oder Folie? Das ist Folie, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das ist hier. Ja, gut, das ist natürlich auch Hardcore innen umschickt, das Ding. Felge passt auf der Kühl drauf, finde ich. Gute Motorform, ja. Und ein Design, was du so nicht so oft siehst auf dem Auto, ne? Das ist schon, finde ich, fresh. Gar nicht viel Firlefanz dran, aber so ein paar Akzente, die es dann schon in Summe zu einem geilen Auto gemacht. Ja, absolut. Das sieht echt gut aus. So, und auch der, ich sag jetzt mal, übertriebene Spoiler da hinten drauf. Ja, das darf ich mir nicht sagen, ich bin der Spoiler-Fritz. Ne? Also bei mir gibt es keinen übertriebenen Spoiler. Ne? So, der ich finde den auch gut, bin ich ehrlich. Passt da eigentlich auch noch drauf. Ne? Das liegt daran, weil das halt zum Beispiel Porsche so krass vormacht. Ja, ja. Weißt du, jedes Mal, die legen ja mit der Theke nochmal einen drauf. Noch und noch an zwei. So, ja. Ja, aber wie geht's heute noch? Also ganz ehrlich, du selber darfst den Spiegel nicht ändern wegen Fußgängerschutz, aber Porsche wird gefühlt immer größer. Also entweder machen die halt richtig Erprobung, dass es halt immer noch genug Schutz gewährleistet ist. Ja, weil du machst ja Crashtests und so weiter. So, ne? Also weißt du, dass wahrscheinlich genau die Stellen, die für sowas gefährlich sind, irgendwie geschützt sind halt. Ne? Also optisch geil, aber ich finde es krass in der heutigen Zeit, dass die das immer noch so. Ja. Oder es sind halt so geringe Mengen an Fahrzeugen, dass das nochmal andere Regularien oder ähnliches sind. Ne? Ja, wobei du musst trotzdem die Fußgängerschutzthematiken und so musst du heute erfüllen. Also das muss auch Lambo. Also die Zeiten sind vorbei, wo du sagst, du hast verkauft zu wenig Autos, du achtest nicht mehr drauf. Ja. Hier sehe ich uns eher drin. Da sehe ich uns drin. Ist aber auch irgendein Filmauto. Ja, ich überlege gerade, ich kenne den Film sogar, was das für ein Film war. Ich weiß nicht. War das irgendein so Highschool-Film? Ich glaube, das war so 21 Jump Street, wo die damit über einen Footballplatz genau. Ja, nee. Ich glaube schon. So mit Channing Tatum und so, glaube ich, der war das. Ja. So, ja. Ja, das ist jetzt kommt mein Baustelle, ne? Das genau so, mit den Volk Racing-Felgen und so. Ja, das ist einfach genau so. Ich finde bei dem Auto cool. Also ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan von den Autos. Was ich aber halt geil finde. was einzigartig ist, ist so generell diese Konstellation. Eigentlich eine Limousine, so, aber mit zwei Türen. Das ist so die generelle Karosserieform, finde ich, gibt es eigentlich nur in diesem Auto. Das stimmt. Eigentlich vom Style her, vom eher bieder, ja, aber trotzdem durch die Verbreiterung und durch den Style wieder richtig cool. Ja. Also wenn du morgens die Garage aufmachst und guckst da so vorne gegen, ist das schon ziemlich sexy, oder? Aber findest du einen 34er geiler als einen 35er? Weil du ja auch so einen 35er Fan bist? Ja. Da bin ich auch da. Also da finde ich einen 34er auch geil. Es ist halt nur wirklich räudig, wie teuer diese Autos geworden sind. Es ist ja unfassbar. Aber 100, es ist optisch, gefühlt nach oben keine Grenze. Ne? Wobei die Frage, mich würde mal interessieren, ob die Preise auch bezahlt werden. Also sie stehen halt immer, aber viele Autos stehen auch lang im Netz, muss man sagen. Kommt man auf jeden Fall mal ins Getriebe schnell ran, wenn was ist so, ne? Ja, was ist da? Das ist halt krass, bei so einem Rennauto ist immer schwerpunktmäßig, ne? Ja. Die halt wirklich eigentlich ja alles so 10 cm über dem Boden einfach ist. Aber ne? diese Livery, die ist ja so geil, ich finde die so cool. Wenn ich ein schwarzes Auto hätte, jetzt halt blöderweise nur weiße. Aber wenn ich ein schwarzes Auto hätte, ich würde auf jeden Fall das in diesem Livery machen. Mit Gold. Diese John Player Special Edition. Ja, und da ist ja gar nicht viel dran eigentlich. Ne? Also das ist echt. Das sieht extrem hochwertig aus, so, ne? Das ist nur das Nötigste so dran. Vor allem, das wird damals schon alles Magnesium und so gewesen. Ja, vor allem, guck mal, die Achskonstruktion so mit, ich sag jetzt mal, dem Pushrod und die Dämpfer in dem Getriebe eigentlich liegen. Ne? Und sympathischer Auspuff. Ja, der Auspuff ist. Das ist. Geringe Weglänge. Und auch diese breiten Pellen, Alter. Krass. Ja. Vor
vor allen Dingen, jetzt kann ich mal, ich meine, ich weiß es nicht genau bei dem Auto, aber da wird wahrscheinlich Tank, wird auch. Da sitzt du wahrscheinlich drauf. Sitzt wahrscheinlich wieder eingebaut in den Tank, ne? Ja. Das ist echt so. Also da musst du echt Eier gehabt haben. Ja. Überlegst du, wie schnell die Leute damals gefahren sind mit den ja, Autos. Vor allem, was ich am allerkrassesten finde, ist, wir reden jetzt ja nicht davon, dass so ein Ding 100 PS hat, ne? Ja. Sondern du sitzt da so schon mal drin und dann musst du ja rechts auch noch schalten. Weißt du? Ja. Und das ist ja auch immer eine Schaltung, die jetzt nicht einfach so ein bisschen dran ziehen und so weiter ist. Das war ja noch richtig, ne? Ja, richtig. Richtige Arbeit, ne? Und dann ja, so weit vorne sitzen mit der Hinterachse und so. Und Marco, das ist das Auto von Marco Werner. Ich glaube, das ist bei diesem diesjährigen Monaco Classic Grand Prix, war das, glaube ich, wo der sich duelliert hat mit dem TAC. Mhm. Die haben sogar einen Unfall, glaube ich, gehabt. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Das war echt ein richtig geiles Spektakel. Ja, ja. Also kann ich nur empfehlen. Der Monaco Classic Grand Prix ist echt geil. Formel 1 mal wieder spannend. Ja, und laut. Geiler Klang im Tunnel. Ja. Im Tunnel Monaco, boah, diese ja. Autos. Ja. Boah, ja. Ganz schön gänsehaut. Aber guck mal, in diesem Sitz hast du erst, das war... Hier vor allem, man denkt jetzt so, das ist hier so Prototypensitz oder so. Nee, die machen das wirklich so mit Schaumstoff und Tape, tapen sich das so zurecht, dass du maximal perfekt da drin liegst. Ne? Ja, aber da hast du doch jedes Mal, wenn du eingestiegen bist, gehofft, dass du da in einer Stunde wieder aussteigst, oder? Also, ja. Das ist schon echt krass, finde ich. Vor allem, wenn der einschlägt, der sitzt ja auch sofort am Einschlag. Ja, guck mal, wo die Beine sind. Also die Beine sind die, dann... Vor allem, guck mal, du musst so. Mit den Beinen durch die Lenksäule kriechen. Ne? Also du hast quasi zwischen den Beinen hast du noch die Lenksäule. Wenn jetzt rechts so weg. Was die auch damals hier so Bremskraftverteilung, das haben die damals ja erst noch so manuell, mal kurz so bei 350 drehst du nochmal dran rum. Ne? Ja, ja. Schon, schon in die richtige Richtung. Ja. Ne? So, ich würde sagen, das waren jetzt erstmal die, da haben wir noch ein Auto von Raphael von der Sterngarage, extrem cooler Umbau. Da würde ich gerne ein eigenes Video zu machen, das machen wir in Ruhe nochmal. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach nochmal in der Motorworld, was hier noch so rumsteht. Yes, machen wir. Ja, ich würde sagen, laufen wir noch mal ein paar Meter durch die Motorworld. Erstmal krass, was architektonisch hier so geht, ne? Absolut. Vor allem, man ist sich immer gar nicht sicher, ob das jetzt hier alles alt ist oder ob das neu wieder künstlich auf alt gemacht ist. Also in dem Fall, das denke ich mal, wird auf jeden Fall alt sein, ne? Ja, ich denke auch. Ja. So, was da wiederum ist neu, das Türkise ist aber noch alt. Also genau, es sieht so aus, als wenn sie die Träger gelassen haben, das Dach neu gemacht haben und alle Fenster neu, ne? Echt krass. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, also ist schon wirklich... Ja, okay, Bauzeit irgendwie 12 Jahre. Ja. 12 Jahre, von daher, da geht was. So, hier, ist leider schon geschlossen, aber um euch einfach nur kurz einen Eindruck zu geben, was euch hier alles erwartet. Verschiedenste Händler, eigentlich gibt's alles, ne? Also, was das so angeht... Keine Marke, die es hier nicht gibt. Genau, alle noblen und teuren Autos kannst du hier auf jeden Fall kaufen. Also ich glaube, für mein Konto ist hier nichts dabei. So. So, was ich auf jeden Fall wieder gut sehen kann hier ist, Xbo, DSG-Umbau, was sagst du zu der Scheibe? Ah, geht nicht. Sieht irgendwie komisch aus, ne? Hast du mal gesehen? Ja, ich finde, die passt noch nicht drauf. So von, für die Linie sieht das, nee. Das Auto sieht irgendwie gleich viel größer aus damit auch, ne? Ja. Theke hinten kann ich wieder gut sehen. Hat vorne auf jeden Fall so ein Aerodynamikpaket dran. Aber, was ich gerade komplett nicht glauben kann, das Teil... soll 153.000 Euro kosten. Ja. Alter, 153 für was? Ja, vielleicht ist es das einzige mit roten Sätteln und orangen Fingerländern oder so. So, was haben wir sonst noch so da hinten? Das wird auch auf jeden Fall kein günstiges Fahrzeug sein. 996 GT2. Soll 120 kosten, ich vorhin schon. 120? Ja. Okay, krass, aber dann sind die gar nicht so viel teurer geworden in den letzten Jahren. Ich meine, da stand noch 120 dran. Ja. 964, immer wieder bildschön, ne? Was ich ja extrem sexy finde, das Cabrio mit dieser Abdeckung drauf. Ne? Spitzer oder wie sagt man? Ja, Spitzer ist es, wenn mega, ich mir höre. Absolut geil. Aber mit den Felgen so in Silber, mit den weißen. Boah. Aber das ist doch so ein Touring, oder nicht? Nee, mit dem. Nee, Touring ist einfach nur ohne Flügel. Ja, aber ich bin der Meinung, das ist. Also guck mal, das ist auch die breite Karosse. Ja, aber dadurch, dass er kein Verdecker, dass er ein offenes Verdeck, also das ist, und der heißt, glaube ich, wirklich Speedster. Und Felge und Bremse sind ja auch GT3. Ja, aber dadurch, dass es halt offen ist, das ist der Punkt dabei. Krass. Der sieht auf jeden Fall... Weil der Touring, der ist trotzdem geschlossen. Mhm. Ja, mal, falls ihr nochmal in die Wüste wollen, ne? Ja, wenn der Spaten rausgeht. Ja, finde ich aber auch richtig geil irgendwie. Mega, ja. Ja, vor allem, der wird ja auch wieder eine Geschichte haben, das Auto, ne? Also, auf jeden Fall sehe ich hier weiter Roll. 2014. Die Räder sind eigentlich auch viel zu groß, ja, ne? Ja, das Originalrathaus, ne? Vorne ist ein bisschen weg, aber hinten. Genau, weil man füllt ja das ganze Rathaus aus, so hoch. Man kann gar nicht glauben, wenn er einfedert, dass das passt, oder? Ja.
Voll gewöhnt, der gute Federweg haben. Geil, hier. Oh, 111% frei. Ja, und hier dachte ich gerade echt, hier hängt der Fallschirm dran, aber in dem Fall ja. Bremsschirm. Aber die Winde ist auch jetzt. Die Winde in der Stange, ne? Einfach mal hier durchgeflackt. Wir sind bei McLaren angekommen. Das Ding habe ich live auch noch nie gesehen. Nennt sich Speedtail. Wie viel ist der wohl länger? Aber locker 30 cm, ne? Ja, wie mega aussehen. Hat so ein bisschen was von so einem Fernseh, weißt du, von so einem Zukunftsfilm. Irgendwie, weil das Ding so krass in die Länge gezogen ist. Aber da rückwärts mit einparken musst du auch. Aber dafür jetzt, sitzt du in der Mitte. Jetzt sehe ich es auch gerade erst. Okay, das ist ja richtig krass. Du sitzt in der Mitte und das Ding hat 3 Sitze. Das ist ja krass. Ist das gerade ein SF90, der hier durchrollt neben uns? Ja, ja. So. Oh. Wir können nicht mal kurz den SF90 sehen. Andrehen lassen hier in der Halle. Also die Preise sind halt Münchener saftig, ne? 2,85 für ein Z8. Ja, aber ein Z8 ist auch mittlerweile, guck mal, der hat nur 790 Kilometer runter. Ein Z8 ist schon hart wertvoll geworden. Weißt du, gerne eine Runde gefahren? Ja, ich hätte gerne mit dir einen ausgefahren. Ja? Ja. Komm auf der Straße. Ich hab's geliebt, das Zeug. Ja, ihr erinnert euch an dem letzten Video bei unserem Trackday, war ja tatsächlich ein Senna. Hier haben wir nochmal eine Nummer on top. Manche kaufen sich den auch noch als Rennversion, sage ich jetzt einfach. Ne? Mit Schiebefenster, mit Schnelltankanlage, ja, volles Programm. Aber auch gleich 2 Stück davon, ne? Ich finde, das ist auch Senna GTR ist schon. Aber der hintere ist, glaube ich, nochmal Tucken. Ich finde es optisch so brutal. Also der hintere, steht sogar unten an der Seite auch drauf, GTR. Das, boah, ja. Das Heck ist schon krass, ne? Ja. So ein Riesending. Das ist schon, also man sieht es hier schade, leider. Schade, dass es schon zu ist, sonst hätten wir nochmal eine Probefahrt gemacht hier. Ja, wahrscheinlich. Selbst der kostet 22.000 Euro. Ja, aber guck mal hier, so ein Veyron steht hier einfach so in der zweiten Reihe. Ja, habe ich auch bei mir so im Flur stehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Veyron bleibt irgendwie trotzdem noch immer ein Veyron. Ne? Ja. Auch dafür, dass das Ding jetzt 10 Jahre mittlerweile alt ist. Aber siehst du, wie die Motorhaube ist, die GFK, also ist die Carbon oder was? Weil hier siehst du richtig krass, wie ist, die... Ja, alles Carbon. Auch das ganze Auto Carbon. Wenn ich hier hinstelle, siehst du richtig, wie das... Auch die Struktur, ne? Ja. Aber es ist optisch immer noch irgendwie krass, finde ich. Ich finde ihn auch krass. Ich finde auch nach wie vor, ich weiß nicht, ob mir beim Chiron diese große Öffnung seitlich, ob mir die besser gefällt als beim Veyron. Also ich finde die Veyron irgendwie schon... Aber der Spiegel, der hat so ein bisschen was so von... TT, von, ne? Ja, von Audi VW, ne? Ja, so ein bisschen TT. Das mal interessieren. Ja gut, im Endeffekt, ne? Also Golf 2 ist es nicht. Ja, ich finde schon krass. Ja, alleine, ich bin auch einfach eindrucksvoll. Alleine 16 Zylinder. Der Motor ist einfach so auf, denke ich? Ja. Okay. Ja. Ich muss mir halt immer so sagen, wenn du dann nur die Kerzen wechseln willst, brauchst du ja eigentlich schon eine Strichliste machen, ne? So, weil bis 16 hast du schon wieder vergessen, bis du bei der ersten gekommen bist. Hast du 3 alte reingedrückt? Ja, das sind 3 alte vergessen. Am Ende weißt du nicht, welche ersetzt wurden und welche nicht. Hier sieht man jetzt auf jeden Fall, dass einiges alt geblieben ist. Den fetten Träger haben sie scheinbar mit dem Plasmaschneider einmal durchgezogen. Ja, da brauchst du auch ein paar Minuten für, um den zu schneiden, glaube ich. Ja. Ich wollte gerade, was ist das denn hier? Ja, hier sehe ich uns, Alter. Stell uns beide mal in der Kiste auf dem Wilzerberg vor. Ja. Vorne so eine 10 Zoll Pelle drauf. Jetzt stimmt, Alter. Nee, 7 Zoll. Was ist das nee, 7 ist 10 Zoll ist es, ja. Für Miniräder, ne? Da musst du doch hier fast Mühli machen beim Losfahren. Ja, aber da zwei Mann rein, das ist doch... Boah. Und der EQ dann 80 PS. Ja, aber wahrscheinlich nur, was wiegt sowas, 600, 700 Kilo oder was? Ja, wahrscheinlich. Da musst du ja schon gucken, dass du den Sitz überhaupt reinkriegst, ne? Ja, der ist auf Anschlag hier auf jeden Fall. Oh, guckt aus der Scheibe. Brutal. Ja, Leute. Aber ich finde von hinten so ein bisschen Corvette-mäßig. Ja, ich finde den allgemein krass, bin ich ehrlich. So, ich würde sagen, wir sind platt. Also ich bin platt. Bist du auch platt, oder geht? Geht. War extrem langer Tag wieder, extrem cooler Tag. Wieder jede Menge geile Autos gesehen. Wenn ihr Bock habt, kostet kein Eintritt hier, jederzeit vorbeikommen. Motorworld München, gibt einige Autos zu sehen. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Danke an Grip für die Einladung. War cool. Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. So, aber jetzt ab ins Bett, war ein langer Tag. Tschüss. Ciao.